Boah. Rosenbrich. Digga. Boah. Guck mal, der fährt ihn gleich um. Digga, also ich würde ihm jetzt eine Rose geben. Ist das ein Polizist? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich zu dem Polizisten gehen und ihm eine Rose geben. Yo, was geht, Leute? Coole Wu am Start. Und da hinten ist auch der Cover-Cue. Sind sie am Verstecken. Jetzt kommt der zweite Teil mit dem Rosenverteilen. Viel Spaß mit dem Video. Wow. Digga, Alter, wie viele Autos kommen hier? Digga, sag doch, wenn du einfach fährst, damit ich auch einfach fahren kann. Ich hab doch gesagt, ja, aber du hast gesagt und bist dabei schon gefahren. Ist das ein Polizist? Ja. Ah, bei Polizisten ist schwierig. Aber wenn ich du wäre, würde ich zu dem Polizisten gehen und ihm eine Rose geben. Shit, Alter. Oh. Ich muss hier hinrollen, damit das so ein bisschen undercover ist. Das ist auf jeden Fall so überhaupt nicht undercover. Ich tue so, als wenn ich gerade ausgehe und dann überrasche ich ihn. Dann gehe ich ganz schnell nach rechts. Oh nein, jetzt ist hier genau so ein Mann. Ist egal. Okay. Oh nein, ich hoffe, sie fragt ihn jetzt nicht was. Er guckt schon. Kann ich dir diese Rose geben? Ja, kann ich dir geben? Sagt ja. Wie bitte? Können Sie doch da hinlegen. Da hinlegen? Aber ich will sie Ihnen ja geben. Warum? Na, warum denn nicht? Nehmen Sie die bitte. Wollen Sie sie da hinlegen? Ja? Dankeschön. Schönen Tag Ihnen noch. Das zählt nicht. Boah, war das peinlich, Alter. Das Digga, nicht. Der hat voll gesagt. Das zählt nicht. Der hat gesagt. Doch, der hat sie angenommen. Natürlich zählt das. Ist das ein Polizist? Ja. Wollen Sie sie da hinlegen? Ja? Er hat gesagt. Der wollte die dreimal nicht annehmen. Ja, die Leute nach innen, ist da irgendwie Gedenkstätte oder was? Digga, die wissen alle überhaupt nicht, was los ist, diese Truppe hier. Ist da eine Gedenkstätte oder was? Nein, ist das sollst du da an den Eingang legen. Da meinte ich, nee, ich will sie ja, hier geben. Ja, ist das hier eine Gedenkstätte oder was? Was weiß ich, komme ich aus Berlin? Ist eine Gedenkstätte? Okay, danke. Was ist das? Ist eine Gedenkstätte. Es ist natürlich unpassend, dass wir Kulturbanau sehen vor einer Gedenkstätte. Ja, das konnten wir ja nicht wissen, Alter. Ja, dann gedenken wir. Ich hab also in die Kommentare, was das hier für eine Gedenkstätte ist, für die Leute, die es wissen. Als Berliner weiß man das nicht, weil man. Ach, weil man nie aufgepasst hat in der Schule. Naja, weil man nie hier hingegangen ist. Ja. Wir haben nur einmal, glaube ich, sind wir ins Regierungsviertel mit der Schule. Aber da sind wir nur rumgelaufen an einem schönen Sommertag. Ist okay, Bro. Und außerdem wollte er so dreimal nicht annehmen. Ich musste richtig hartnäckig ja, am Ball bleiben. Ja, aber gut, du hast von mir gelernt, du warst wirklich hartnäckig. Ja, kann man ihm hier rechts, na Beste. Das ist gar kein Problem für mich, Bro. Ich muss nur neutral finden, ja, das ist kein Problem. Die gucken auf jeden Fall schon richtig komisch. Meinst du? Also ich würde es dem Rechten geben. Dem Rechten. Okay, nein. Okay. Ein. Jungs, kann ich euch kurz stören? Seid ihr Deutsch? Bitte? Deutsch? Ja. Heute ist ja ein schöner Tag und deswegen vergebe ich Rosen heute an schöne Männer. Oh. Ist es cool für euch? Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, schönen Tag euch noch, ne? Danke. Ja, danke. Digga, einfach mal drei auf einmal losgeworden. Nice. Tja, jetzt bist du wieder boah, hinten, ne? Die stehen denen so gut. Fuck, ich hab dir keinen Spruch mitgegeben. Ja, Digga, ich hab doch selbst... Abend nicht zu wild, ihr kleinen... Aber Digga, ich hab doch selbst gesagt, schöne Männer. Ihr kleinen Popo-Piraten. Weißt du? Ah, okay, sowas wäre auch cool, ja. Und immer verhüten, sowas. Ja, also. Wenn ich du wäre, würde ich eine Rose nehmen und würde sie ihm, dem Mann, der hinter mir gerade Fotos macht, ich würde sagen, dass er die in seinen Mund nehmen muss, so für ein gutes Bild. Ich würde ihm einfach so einen Mund halten, dann musst du draufbeißen, so für ein gutes Bild. Los, Digga, die Zeit. Und denn soll ich von ihm damit ein Foto machen oder was? Nein. Der andere macht, wenn die jetzt gleich wieder Fotos machen, dann musst du schnell hingehen und ihm die Rose. Aber erst wenn die nochmal Fotos machen, ansonsten ist die Chance verpasst. Das guck mal, der geht nochmal dahin. Also der geht gleich nochmal in seine Modelpose und dann musst du da hingehen. Aber ich muss es ihm ja auch jetzt zeigen. Jetzt. Jetzt musst du hingehen und schnell. Digga, du hast nur diese Chance. Okay. Zeit verläuft.
Oh, nein, in den Mund. No? Nein, du musst ihm die Rose geben, Digga. Das ist ja wohl verfehlt. Und du musst er jetzt weg. Aber geh, nicht einfach im Mund geh einfach aus dem Bild raus. Okay, nice. Geh einfach aus dem Bild raus. Okay, okay. Jetzt geh bei den Mädchen ins Bild rein. Nein, wir haben schon zu viel ferngesteuert. Nein, das ist ein anderes Spiel. Lass mal abhauen. Okay, wir gehen jetzt. Aber wir rollen hier runter, damit wir die Sophie nicht stören. Du gehst zum nächsten hin und sagst, heute habe ich leider kein Bild für dich, aber diese Rose. Ja, das muss. Aber das muss ein Jüngerer sein, damit er es checkt. Ja. Gib ihm mal eine. Mit den gefärbten Haaren. Schnell, Digga. Digga, das schaffe ich doch nicht, oder? Hinter uns ist niemand. Ah. Fuck, Alter. Schnell, Digga, schnell. Fuck. Sag, du fandest ihn so süß. Verzeihung. That's for you. You sure? Oh. Für dich. Für bitteschön. Ja. Yeah. Digga, der hat schon wieder mies gekorbt. Erstaunlich viele Typen haben die Rosen angenommen. Also ich muss mal jetzt schnell eine verteilen, wa? Ja. Kann ich mich kurz hier hinstellen? Geht das? Ja. Ich sag dir, wenn grün wird. Da ist nur einer. Los, komm, renn. An den großen, kräftigen. Entschuldigung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alle nehmen es auch gleich an. Ja. Oh, Digga, wie er guckt, Alter. Digga, ist richtig verwirrt. Der kommt aus seinem Leben nicht mehr. Weg. Die beiden wollen auch eine Rose. Ach so, du hast dich jetzt nach vorne gelehnt. Fuck. Ja, gib mir eine. Bitte schön. Schönen Tag euch. Er hat mich gefreut. Okay, Bro, nur noch zwei Rosen. Du auch noch zwei. Ja. Nur wo? Ich habe da gerade so einen Trompeter gesehen. Lass mal zu dem fahren. Ja. Dann tanzt du kurz, wenn er trompetet. Und dann gibst du ihm die Rose als Lohn, weil er so gut gespielt hat. Als Lohn? Ja. Okay. Boah. Oh, Mensch. Digga. Boah. Guck mal, der fährt den gleich um. Tschüss. Ja, Mann. Der bremst sich jetzt aber Digga, raus. Eigentlich müssen wir den Roadway hier verfolgen. Direkt. Ja, jetzt kommt der Autofahrer daneben. Er fährt aber auf seine Höhe. Digga, also ich würde ihm jetzt eine Rose geben. Vertragt euch mal her. Okay, ich fahr. Warte. Und du dem Autofahrer, ich gebe den. Ja, perfekt. Okay. War nicht deine Schuld. War seine Schuld. Ich bin voll auf deiner Seite. Daher die Rose. Alles gut. Ja? Für Frieden auf der Erde. Alles gut. Wir sind Streitschlichter. Immer wenn es zu Road Rage auf Straßen kommt, kriegt jeder eine Rose und dann ist der Krieg erledigt. Ja, es gibt jetzt keinen Konflikt mehr. Genau. Jetzt ist alles wieder gut. Warum hast du hast zwei gegeben? Bekommen? Na, eine musst du zurückgeben. Dann muss ich leider eine wiedernehmen, sorry. Tja, fahren wir hier rechts, Digga. Perfekt die Situation so ausgenutzt, gut, um Rosen Digga zu verteilen. Halt die an. Ach so, shit, Alter, jetzt muss ich ja tanzen. Oh, nee, ich kann nicht tanzen. Wo ist denn das? Es kommt einfach ein Road Rage und wir schlichten, indem wir beiden Parteien einfach Rosen geben. Oh, der Motorrad aus, Junge. Der ist auf der anderen Seite gewesen. Nein, wo ist er? Ah, doch, da ist er. Wo denn? Oh Gott, er wird peinlich, Alter. Tu es. Erstmal schön hinsetzen. Mehr tanzen. Nein, noch nicht. Da rein? Ja? Was? Weil du so schön gespielt hast. Tanz! Ja, ich würde sogar sagen, da kommt schon ein Pärchen, ne? Die sind richtig verliebt, also steig mal lieber schnell ab. Die küssen sich sogar. Digga, schnell, rechts von mir. Ja, du musst ihm aber ein Kompliment machen. Sag, dass er... Nein. And I love you.
Ich hab noch ein End I Love You rangehangen. Das ist doch gut, oder? So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem zweiten Teil. Wenn ihr mehr davon wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. 10 Millionen Likes. Wir sind raus. Tschüss.